Und damit hallo und willkommen zurück zu Black Myth Wukong. Wir befinden uns in der eisigen Kälte. Warte mal, der hat sich hier verwandelt. Kann man dem irgendwie... Nö. Jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Am Ende der letzten Folge sind wir auf so einen Muskelprotz gestoßen. Der einfach mal ganz... ganz leger so einen Felsen getragen hat. Ah ja, genau so ein hier. War hier nicht gerade noch irgendwas, was mich angegriffen hat? Das wirkte irgendwie so. Aber wahrscheinlich nicht. Oh, Steuererklärung. Kalte Eisenblätter. Eisenblätter. So, warte mal kurz. Jetzt geht's da hoch und hier geht's aber auch noch rein. Leider nicht. Da ist eine unsichtbare Wand. Also ich meine, ganz im Ernst, so cool das Spiel ist und das aussieht und so weiter, warum stellt man da nicht noch einen Felsen hin, der das schließt? Ich meine, das ist ein offener Weg, der rausführt, aber man kann ihn nicht nutzen, weil da eine Wand ist. Oder? Das ist doch, also ich meine, man könnte sogar einen Felsen so hinstellen, dass man dahinter nichts weiter sieht. Von wegen, weil es jetzt vielleicht heißt, ein weiterer Felsen ist mehr Performance und so weiter, keine Ahnung. Aber ist das nicht komisch? Die haben da lieber eine nicht sichtbare Wand hingesetzt. Als einfach ein Felsen, wo man genau gar nicht erst probiert, da hochzulaufen. Finde ich komisch. Wer bist du denn? Aufnehmen. Müssten eigentlich schon in der Lage sein, eine neue Rüstung herzustellen nach dem letzten Boss. Ah, super. Schneehügelpfad. So, wir schauen mal eben. Da unten haben wir den nächsten Schrein. Ich will mal kurz schauen, wo das hier hinführt. Ob das irgendwo hinführt hier. Nee, ne? Das ist hier Ende Gelände. Da kommen wir dann wahrscheinlich so hin. Okay. Zack. Schmiede. Oh, Waffenschmiede unbedingt. Sehr gern. Gib mir das. Was? Eieiei, das reicht nicht. Definitiv, das wollen wir haben. Sehr schön. Damit sind wir wenigstens schon mal besser geschützt. Das mit der Waffe ist jetzt natürlich ärgerlich. Uns fehlt veredelter Eisensand dreimal. Geistessenz, da kommen wir so ran. Oh. Ja, ja, so. Blau, blau, blau. Auch wieder eine Wand. Klar, gib ihm. Greifter Ginseng hat er gedroppt, denn das wollten wir ursprünglich ja mal sammeln.
Ach, hier ist eine Wand, okay. Was ist hier für eine Party? Oh nein. Ist das nur der eine? Sieht so aus. Okay. Gleich zwei. Sehr gut. Gib mal. Okay, der Typ ist nicht mehr auf dem Dach. Und der eine da oben. Mhm. Der ist der nächste. Da ist er ja. Makakenhäuptling. Sehr gut. Gib ihm. Okay, ich habe das Gefühl, mit dem waren wir noch nicht fertig. Aber meine Affenkollegen hauen ordentlich rein, so viel steht mal fest. Okay, ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass es zwei Runden geben wird, dass er sich dann nochmal verwandelt oder irgendwas, aber... Okay, er ist geflohen, ist auch okay, muss man akzeptieren. Wo ich gerade darüber nachdenke, haben wir jedoch bestimmt ein bisschen die Möglichkeit,
Was haben wir hier? Ja, maximales Mana muss ich auch mal dran denken. Ist auch nicht ganz unwichtig. Wer ist er denn? Oh, der hat einen Bogen. Oh, jetzt wird's fies. Warte mal, ist hier noch einer? Nee, ne? Warte mal, das ist gar kein Bogen, oder was? Hör mal auf, hör mal auf! Nicht! Oh, du komisches Flugvieh! Hau ab! Fliegende Feinde, ich sag's immer wieder. Fliegende kleine Feinde sind die schlimmsten in jedem Spiel. Direkt gefolgt von so Hunden, die so sehr flink sind und so im Rudel auftauchen. Aber alles, was so fliegt und klein ist, ist immer fies. Kommen wir hier irgendwie durch? Nee. Mal schauen, ob ich hier irgendwo was verpasst habe. Warte mal, wieso kann ich denn hier hin? Ach da. Ja, komm mal, komm erstmal her. Maniperle. Zeig mal her, ist die hierfür? Erhöht im Zustand eingefroren die kritische Trefferchance moderat. Im Zustand eingefroren. Nee, nee. Oh, dieser Bogentyp, ne? Der hält mir ein bisschen zu viel aus, ehrlich gesagt. Immer noch Eisensand für die bessere Waffe. Ich denke, so eine upgradete Waffe kann hier nicht schaden. Was gibt's hier? Okay, nichts weiter. Dann gehen wir mal die Treppe hoch.
Und schreien wir nicht verkehrt, weil ich brauche dringend Mana. Ist hier keinen anderen Weg gefunden, um Mana wieder aufzuladen? Ach, hier geht's gar nicht hoch. Tatsächlich nicht. Und hier vermutlich auch nicht. Ja, komisch, so eine große Fläche für nichts. Hier scheint tatsächlich nichts weiter zu sein. Entweder kommt hier noch was, oder aber das ist sehr verschwendet vom Map-Design her. Sieht cool aus, keine Frage. Aber ich denke da also immer so ein bisschen an so die Performance, ne? Ich meine, das Spiel hat schon ordentlich zu kämpfen, was das angeht. Würde es dann nicht Sinn machen, und wie gesagt, ich weiß nicht, ob dieses Areal hier später nochmal relevant wird, aber würde es nicht Sinn machen, das alles wegzunehmen? Einfach aus Performancegründen zu sagen, da ist eh nichts, also können wir es auch lassen, oder? Weil ich meine, so cool ich das finde, keine Frage, und ich mag es auch in Spielen, wenn man in Ecken kommt, wo man halt nur ein bisschen was sammeln kann und dann geht's wieder raus. Aber schaut euch das mal an. Die ganzen Details und das alles hier, die Partikel und so. Keine Ahnung. Finde ich immer so ein bisschen komisch, so die Entscheidung dann. Das ist aber jetzt nicht nur auf dieses Spiel bezogen. Das geht mir ganz oft so. Zu viel aus. Oh, da bin ich down. Muss ich mir was anderes einfallen lassen. Weil der hat irgendwie so ein Zauber aus sich liegen oder so. Ich bräuchte dringend dazwischen nochmal einen Schrein. Ich denke, das wäre gar nicht so verkehrt. Weil das ein doch recht langer Laufweg ist. Reicht doch aus! Den haben wir. Sehr gut. So, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Mana und können da ein bisschen mitspielen. Im Grunde wäre es fast sinnvoll,
unsere Affenfreunde mitzubringen. Reicht dann irgendwie nicht aus. Was denn jetzt? Wo sind meine Freunde? Okay, die haben ja scheinbar gar keinen Unterschied gemacht. Keine Ahnung, wo die hin sind. Also, haben die gekämpft? So. Jetzt probiere ich mal, den da hinten mal außen vor zu lassen und erstmal die einzelnen Jungs hier aufzuwecken. Komm mal her. Oh. Die beiden Äußeren, das wird schwierig. Na, ja, Mist. Okay. Der war nicht ohne, der Typ, ey. Die halten so viel aus dann an der Stelle. Oh. Vielleicht ein bisschen besser als diese Ratte hier. Wo haben wir den Kollegen denn? Ach ja. Gucken wir mal, ob der uns was bringt. So ein Schrein wäre jetzt wirklich zum Schreien. Hier geht's auch nicht durch. Hm. Dann habe ich scheinbar auf der großen Fläche doch irgendwas übersehen. Dann kann das nicht so sein, wie ich es gesagt habe. Weil wenn das alles hier verschlossen ist... Keine Ahnung. Klar. Gucken uns da unten nochmal um. Und ich meine, das ist eine Riesenfläche, ne? Irgendwas ist hier doch.
da drüben, da drüben. And devotion, quite the notion. Yet how many can claim a mind so pure, still and sure? Look at you, through the heavy snow you roam, desiring that thing, no doubt. I read your fortune before you came. Care to hear? Act not and be still. Thy gifts are thy ill. If you seek your own end, I shall not stop you. I, the keeper of the new west, welcome the destined one. Now fly! Was ist denn jetzt? Wieso bin ich eine Fledermaus? Gefällt mir aber. Ah, wie gut. Ich bin Batman, Leute. Ich bin Batman. Unfassbar. 175 Frames, Leute. This land is away. Seize it now and leave. Yeah, easy. Ah, wie gut, ne? Oh, das sieht so, das ist, als ob man durch so ein Gemälde läuft, ey, in jeder Ecke. So, ich kann nicht behaupten, dass ich Eisensand eingesammelt hätte, aber wir schauen jetzt trotzdem mal eben. Nee. Veredelter Eisensand. Kommen wir später nochmal wieder. Vielleicht finden wir das, ja. Die Sande wurden 9-mal zur Hand 2. Und jetzt fehlt uns aber... Ach nee, wir brauchen 4, okay. Okay, naja, immerhin. Jetzt schauen wir uns mal eben hier oben. Gereifter Ginseng. Aus. Okay. Beten die da irgendwas an, oder was? Und ich bin es nicht. So kann das nicht weitergehen. Also wenn das nicht krass aussieht, dann weiß ich auch nicht. Bisschen Sorge vor dem, was da kommt, ne? Weil hier auch einfach so ein See drumherum ist. Yeah.
Ja, die Frage bleibt halt, muss ich die überhaupt töten? Also die hier schon, aber die anderen? Oder ist das nachher so ein Ding wie, ah, ich habe mal gezählt, du hast alle meine Leute, meine Statuen oder gefrorenen Typen getötet. Und dadurch wird es schwieriger. Gib mal. Wir haben nicht genug Geistessenz, ne? Aber genau das, was wir wollten, haben wir jetzt bekommen. Oh, eine Angel. Okay, wir haben zwei. Wir schauen mal eben rein, ob wir... Dann haben wir es schon mal. Fellmagie. Erhöht die Dauer von Duplikaten. Das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ist hier oben noch was für mich vielleicht? Monkey was alive. He was all about weeping and begging for help. Now, even in death, he led all you younglings right to me. This sack of mine can barely fit you all. Kung Jinglong, now that you are ready, go and weigh up this one for your master. See if this monkey merits a place amongst my disciples. Okay.
Was denn jetzt? Das Gefühl, dass ich gut an den Rand komme, ehrlich gesagt. Und der hat so ein bisschen das Problem, oder ich habe mit dem das Problem, was ich auch mit dem vorigen Boss hatte, wo ich schneiden musste, weil ich ewig gebraucht habe, dass der so viel vom Bild einnimmt, dass ich den nicht mal richtig sehen kann irgendwie. So komplett und dadurch nicht genau weiß, wie er angreift. Das wird jetzt auch ein bisschen dauern. Und die wissen schon, warum die den Schrein direkt davor platziert haben. Gewichen.
Schade. Nochmal. Ups. Mal. Okay, die Affen bringen mir hier gar nichts.
egal wie ich es mache. Und ich weiche aus in dem Moment, aber es reicht halt einfach nicht. Also wenn das nicht knapp war, dann weiß ich auch nicht. Aber irgendwann fängt es dann halt an, irgendwie wirr zu werden und man weiß nicht mehr, wohin.
Nochmal. Geht nicht. Gut. Jetzt sehr knapp. Wahrscheinlich eher nicht funktionieren. Ja, komm, mach. Easy. Was, Drache? Ich geb ihm Drache. Thank you.
You have chosen your way. This time, there will be no easy way out. Okay, krass. Das war's scheinbar schon mit dem Schneegebiet. Hallo. Schlangenkopfpilz. So, wir werden hier schon zum nächsten Schrein geführt. Jetzt? Was ist das denn? Ja, wieso habe ich rote Augen? Weg, weg! Steh auf! Ey, was geht denn hier ab? Das ist doch irgendeine Parallelwelt, oder bin ich völlig verrückt jetzt? Was haben wir da unten? Wieso geht's jetzt nicht mehr? Also hier haben wir 24 und hier unten haben wir 30. Wir rasten einmal. Wir haben nur wenig... Ah, jetzt haben wir es. Okay. Ist das besser? Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll, wo wir hier sind. Ausdauer. Fürs Sprinten ist okay. Kann ich erweckt werden? Was haben wir hier? Verkürzt die Dauer von Effekten der vier Flüche leicht. Erhöht die kritische Trefferchance. Ja, das hätte ich gern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der Hölle offensichtlich. Bis dahin. Ciao.